Moin moin, was geht ab, liebe Zocker? Wir spielen zusammen eine Runde Heroic Strike. Und ich spiele heute mal eine Runde Protoss, denn ich möchte eine Taktik mit Protoss austesten. Ich will auf den Grand Titor gehen und mit dem mal so ein bisschen Schabernack betreiben, also fast Träger in Klammern. Weil der Grand Titor ist ja die Eliteeinheit von den Protoss. Da gibt es ja dann auch noch den guten Steinzilot. Aber der Grand Titor ist schon mit die geilste Einheit. Kostet natürlich auch mega viel. Aber wenn der erstmal ordentliche Upgrades hat, geht der ganz gut klar. Aber da muss natürlich auch erstmal alle Tier-Upgrades für vornehmen. Das kostet natürlich erstmal richtig Asche. Erste Tier-Upgrade kostet direkt 250 zu Tier 2. Dann das dritte zu Tier 3 kostet 450 und das zu Tier 4, um die Elite-Einheiten freizuschalten, kostet dann nochmal 100 Mineralien. Also ist man direkt erstmal 800 Mineralien los. Natürlich eine ganz schöne Masse. Ich habe mir jetzt Artanis dazu geholt. Und der kann ja sowas wie Summon Silots machen und dann Scouts. Und wir werden jetzt erstmal direkt Upgrade to Tier 2 machen. Obwohl, nein, wir machen erstmal das Income Upgrade. Und dann nehmen wir, machen wir das Upgrade to Tier 2. Besser wäre es, wenn ich den Hero mit den Schildbatterien genommen hätte. Rainer, Leonardo hat Rainer genommen und... So, hier... Warfett hat auch Rainer genommen. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Wir können hier nochmal Klarsicht anwählen. Dann können wir Scouts bauen ab Tier 2 und, und dann nochmal Summon Sealot Guards. Die kann man hier vor die Verteidigungslinie stellen. Da werden dann so 5 Sealots herangeworbt und die bleiben dann hier stehen und verteidigen halt immer nur. Deswegen habe ich den auch erstmal gewählt, damit man die Zeit überbrücken kann und hier immer was stehen hat, um die gegnerischen Einheiten nochmal ein bisschen abzuhalten. Tier 2 ist fertig. Ich mache jetzt natürlich direkt das Upgrade to Tier 3 und dann zu Tier 4. Wir wollen ja jetzt den Grand Titor bauen. Der kostet natürlich 1200 Öcken. Ist natürlich mal richtig massiv. Massiv viel Geld ist es nämlich. Hier werden wir jetzt erstmal die ersten Sealots hinstellen. So, die machen wir mal so. Stellen wir die mal hier hin. Die bleiben jetzt hier auch stehen. Jetzt holen wir uns gleich mal den Income. Die Welle sollte ich gewinnen. Zap. Und die ordnen sich da jetzt wieder an. Richtig nice. Für die kann man natürlich auch noch Charge entwickeln. Mutation abgeschlossen. Hier mache ich das erstmal so hier. Und dann Upgrade to Tier 4 schon. Wir brauchen mehr Mineralien. Das wird bestimmt gut abgehen, wenn gleich der Grand Titor am Start ist. Aber mit den Prisma-Schildern wäre das noch ein bisschen cooler gewesen mit den Fliegenden. Da gibt es ja so bei einem Hero diese Schilder, die man da hinzufügen kann. Und die heilen dann immer schön das Schild, laden das immer schön vom Grand Titor aus. Wenn man dann den hat, dann noch schön Upgrades hat und dann noch gleichzeitig 4, 5 von diesen Batterien hat, rockt das. Oha. Klarsicht. Klare Sicht. Folie. Ich auf meine Einheiten hauen, dann haben die mich Weitsicht, sozusagen, also sehen getarnt Einheiten. Können wir direkt nochmal so eine Batterie vorhauen. Ach genau, und die Mohanda könnte man noch bauen, das ist ein, boah, ist ein fetter Void Ray. Das ist der Benji, der sackt natürlich. Die Dämmerung naht. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Mit dem Medivacs aus StarCraft 1 sind die kleinen Freunde hier. Bei StarCraft 2 gibt es ja nur noch die... nee, Quatsch.
Medics meine ich. Bei StarCraft 2 gibt es ja nur die Medivacs. Schade, dass ich das hier nicht raufhauen kann. Ah, ärgerlich. 750 Mineralien haben wir schon. Gleich geht's ab. Gleich kommt der fette Grantitor. Der wird rocken. Oha. Die ersten Mineralien haben sie da geerntet. Packen wir hier nochmal. Ach, zu weit weg. Kann man nur hier die Verteidigungslinie aufbauen. Da so. Unser Weg ist vorgezeichnet. Ah, und jetzt können wir den Grantitor bauen. G-Elite-Einheiten wie Grantitor und nach vorne setzen. Träger eingetroffen, da ist er. Daran geworbt, der fette Freund. Dann machen wir doch mal direkt die noch einen Beobachter dazu. Und die ersten Upgrades. Schild und erstmal Luftwaffen. Oh, er hat sich cool, der Tanks. Haha. Nur die Gläubigen zürchten nicht. Nächstes Upgrade. Abgeschlossen. Noch ein Panzerupgrade. Ah, schade. Abgeschlossen. Aber der rockt schon ganz gut. Bereit für den. Die Dämmerung naht. Ein paar Zloten dazu holen. Zum Verteidigen. Nächstes Angriffsupgrade. Abgeschlossen. Machen wir noch ein Schildupgrade dazu. Abgeschlossen. Und mit dem Schildbatterien rockt er noch ein bisschen mehr. Also geht's auf jeden Fall auch schon klar. Nochmal ein Upgrade. Ja, das war's schon wieder mit ihm. Schreitet furchtlos voran. Moa. Boah, wie schnell die Schilder darunter gehen. Von einem dicken Freund. Da werden wir jetzt, glaube ich, mal ein paar Unsterbliche zubauen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante. Grantitor, Unsterbliche. Oder halt nur Lufteinheiten. Schreitet furchtlos voran. Er beschäftigt sich hier mit dem Medivacs wirklich, ne? Geile Sache. In Vajash. Oder holen wir uns nur Phasengleiter. Könnten natürlich auch noch ein paar Phasengleiter dazu holen. Wir machen sowieso Luftupgrades. Okay, dann holen wir uns... Oder... Phönixe. Masse an Phönixe. Ich weiß noch nicht so genau. Nee. Oder Tempest. Die von hinten drauf halten. Könnte man natürlich sich auch mal überlegen. Ich mache erstmal das Income-Upgrade noch. Dann schauen wir mal weiter. Na, da räumt einiges vom Spielfeld. Harak in Bayash. Na, wenn er gleich erstmal voll Upgrades hat. Wir brauchen mehr Mineralien. Schilder können wir nochmal upgraden. Jetzt haben wir für Luft 333. Und nichts anderes. Nur dieses fette Viech.
Super Courier. Die machen so gar keinen Schaden, die Vikings an ihm. Ah, hier. Er hat die guten Schildbatterien hier. Die sind echt cool. Ja, 11 Kills. Geht auf jeden Fall. So, dann holen wir jetzt mal, ein paar Phasenleiter dazu. Noch ein Phasenleiter zur Begleitung. Na, 13 Kills. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Einfach mehr Masse. Viel mehr Masse! Masse, 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 Masse. Oh, Thoras. Und auch ein schwerer Kreuzer schon. Die Dämmerung naht. Oha. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Oh, da Tempest noch ein paar dazu. Tempest natürlich auch mega, mega steil. Also noch ein Tempest. Wir kommen nicht voran. Das ist echt ein Problem. Wir werden obsiegen. Nicht aus den Schmuh mache, ne? Ja, die Schildbatterien hätte ich doch. Ich hätte wirklich den Hero mit den Schildbatterien wählen müssen. Der ist ja echt besser. Wir brauchen mehr Mineralien. Na, lieber Tempest oder lieber noch einen Phasen? Ich glaube, ich brauche lieber noch einen Tempest dazu. 475, also 75 sollten wir jetzt ja noch bekommen. In 20 Sekunden. Wir brauchen mehr Mineralien. Noch ein. Ah, der Tempest steht da hinten ja ganz gut. Das ist ein extrem langsamer Schuss, aber dafür einen kraftvollen Schuss. Ah, er baut ja auch schon Tempest. Wir werden obsiegen. Ich glaube, er hat auch gar keinen Observer, wie ich sehen kann. Man könnte jetzt auch nochmal blicken, ob man so ein paar DTs da einfach mal unterplatziert. Aber nächste Welle wäre es auch schon wieder sinnfrei dann. Ah, vielleicht sollte ich die beiden Phasen hier noch verkaufen. Komm, ich verkaufe die jetzt einfach. Ich brauche die echt nicht. Die sacken eigentlich nur. Da hole ich mir lieber noch einen Tempest für. Ah, dafür hat er nur 0-0-0 Upgrades. Ich habe hier schön 3-3-3. Wir werden ob. Puh, wurde das Schild abgezogen. Stärke durch Einheit. Wir brauchen mehr Mineralien. Stärke durch Einheit, ja, genau. Stärke durch Einheiten. Die Dämmerung naht. Hm. Stärke durch. Naja.
Losgeladen und entsichert. Oh, da stehen immer schön viele Bomben jetzt. Schöne viele Bomben. Das sah gut aus. Ja, die gehen da trotzdem durch wie Butter, ne? Schon drei Angriff. Ja, so ist ganz cool. Ein Verteidigungsdrohne noch dazu. Wir werden obsiegen. Ah, jetzt hat er für Luft auch 3-3. Harak in Bayash. Unsere Gedanken sind eins. Boah. Wir brauchen mehr Mineralien. Nächsten. Nein! Ah! Einfach mehr Tempest. Oh, der Archangel. Aber er schießt Gott dann nur auf Boden, nicht auf Luft. Ah, ne, Boden und Luft. Ach, was? Das wusste ich ja gar nicht. Krasser Scheiß. Lass meine Tempest in Ruhe. Ah, schön den Odin. 3-3 von Leonardo. Nur die Gold. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, wenn wir es noch länger halten, schaffen wir das auf jeden Fall. Weil das Ding ist einfach, die Tempel sind einfach so mega geil mit dem Gantiker zusammen. Ich bräuchte nur noch ein paar kleine Einheiten zum Blocken. Theoretisch. Oh, das ist gar noch nicht übergeblieben. Schön. Nur die Gläubigen fürchten. Wir brauchen mehr Mineralien. Na, wo wir den... Oh, packen wir doch hier hin. Das ist aber wieder ein heftiges Game. Oh ja, Odin fetzt. Bam, bam, bam. Wir werden obsiegen. Und schön draufhalten. Nochmal. Immer schön draufballern. Zwei Wellen Ziloten noch hinsetzen. Nächsten Tempest. Oh, jetzt kommen noch Stürme dazu. Was für eine Batterie, was für ein Gefecht. Unglaublich. Boah, der hält aber gut was aus. Die Dämmerung. Wir brauchen mehr Mineralien. So, nächsten.
Eigentlich müsste ich doch mal das letzte Upgrade machen. Aber es lohnt sich nicht. Nee, es lohnt sich nicht mehr, das jetzt noch zu machen. Dieser Archangel geht jetzt echt ein bisschen zu steil ab. Stärke durch eine krasse Einheit. Waffengeschwindigkeit. Sieht nicht gut für uns aus. Jetzt hat er auch 3 Angriff-Upgrades, der Autist. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Einfach weiterbauen. Hilft ja alles nichts. Oh, massive Stürme. Stärke durch Einheit. Na, Scouts könnte ich noch dazu holen, aber das wird auch nichts mehr bringen. Wir stehen hier eigentlich schon ja so ganz gut im Pulk. Ah, da nochmal ein Tempi. Ein Tempi hin. Ja, da sammeln wir uns, das decken wir uns jetzt auch ganz gut. Boah. Terra hat so viele Vikings. Wie hab ich denn sowas von meinem Grentitor weg? Stärke durch Einheit. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Nächsten Tempest hin. Einfach stur bleiben, immer Tempest bauen. Wird schon klar gehen. Nein! Oha, das ist GG. Okay, da kommt nochmal eine Masse. Der Hyperion, glaube ich. Jo, die Hyperion ist mit am Start. Die Dämmerung naht. Aber so viele kleine Einheiten und die Tempest ballern von hinten halt auch noch mit drauf. Deswegen, das ist GG. Nein. Schade. Oh, da ist meine Batterie nochmal gekommen. Da brutzeln sie noch. Wie geil. Kann man nichts machen. Vorbei ist vorbei. Hin ist hin. Verloren ist verloren. War trotzdem richtig cool. Hat Spaß gemacht. Bin hier auf Platz 3. Von unserem Team auf Platz 2. Ging klar. Hat richtig Laune gemacht. Tempest finde ich sowieso mega cool. Haut rein, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch. Euer Agri, see you.